Wissenschaftliche Arbeiten sind nicht dafür gemacht, um sie von vorne bis hinten durchzulesen. Es werden oft nur Teile der Arbeit gelesen, die für den Leser oder die Leserin interessant erscheinen. Deshalb ist es wichtig, dass sich die Leser schnell in der Arbeit orientieren können. Daher ist es wichtig, Strukturhilfen im Text zu schaffen. Der Grundstein für den roten Faden wird bereits in der Einleitung geschaffen, da dort die globale Struktur der Arbeit beschrieben wird. Er muss in den einzelnen Kapiteln weitergeführt werden. Dazu muss in jedem Kapitel deutlich gemacht werden, was vor dem Kapitel behandelt wurde, was danach behandelt wird und was das Kapitel zur Fragestellung beiträgt. Deshalb sollte jedes Kapitel einen Einführungsabsatz und einen Schlussabsatz beinhalten. Als Beispiel nehmen wir nun folgende Forschungsfragen an. In welchen Ländern und in welcher Form wurde die Wasserversorgung bereits privatisiert? Was sind die Vor- und Nachteile einer privaten Wasserversorgung? Bei einem Kapitel wird nicht sofort mit den Inhalten angefangen. Stattdessen wird kurz beschrieben, worum es in dem Kapitel geht und welche Forschungsfrage damit beantwortet wird, beziehungsweise inwiefern dieses Kapitel dafür relevant ist. Bei den Lesern wird dadurch der Kontext wiederhergestellt. Es kann auch beschrieben werden, wie das Kapitel aufgebaut ist und ob es auf Ergebnissen von anderen Kapiteln aufbaut. Das Kapitel, das sich nun mit unseren Beispielsfragen beschäftigt, könnte folgendermaßen anfangen. Nachdem Wasser als Handelsware und der derzeitige Wassermarkt beschrieben wurde, beschäftigt sich dieses Kapitel mit den Vor- und Nachteilen einer privaten Wasserversorgung. Damit soll gezeigt werden, welche Auswirkungen eine private Wasserversorgung auf Unternehmen und die Bevölkerung hat. Zu diesem Zweck werden zunächst die Vorteile und anschließend die Nachteile beschrieben, die im letzten Abschnitt des Kapitels diskutiert werden. Im Schlussabsatz werden nochmal alle Erkenntnisse des Kapitels zusammengefasst. Es soll auch klar werden, was die Erkenntnisse zur Fragestellung beitragen. Es kann beschrieben werden, wie die Ergebnisse weiterverwendet werden. Zusammenfassend bringt eine private Wasserversorgung sowohl Vorteile als auch Nachteile. Haupttreiber sind die finanzielle Unterstützung, da der Staat durch Gewinnbeteiligung Geld einnehmen kann, die Entpolitisierung und ein besseres Wasserleitungsnetz, vor allem in ärmeren Ländern. Dem stehen Nachteile wie erhöhte Wasserpreise, weniger Arbeitsplätze und fehlende Regulierungen gegenüber. Zusammenfassend bringt eine private Wasserversorgung sowohl Vor- als auch Nachteile. Haupttreiber sind die finanzielle Unterstützung, da der Staat durch Gewinnbeteiligung Geld einnehmen kann, die Entpolitisierung und ein besseres Wasserleitungsnetz, vor allem in ärmeren Ländern. Dem stehen Nachteile wie erhöhte Wasserpreise, weniger Arbeitsplätze und fehlende Regulierungen gegenüber. Eine private Wasserversorgung hat daher wirtschaftliche als auch politische Auswirkungen. Eine wissenschaftliche Arbeit sollte grundsätzlich auf unterschiedlichen Ebenen funktionieren. Dazu sollte es ausreichen, dass die Leser nur die Einleitung und den Schluss, nur Einführungs- und Schlussabsätze der einzelnen Kapitel, nur die Kurzfassung oder die gesamte Arbeit im Detail lesen und dabei ein Verständnis über die Zielsetzung, das Vorgehen und die Ergebnisse erhalten. Wenn das der Fall ist, ist auch der rote Faden gegeben.